Und damit willkommen bei Slime Rancher 2. Frisch rausgekommen, ist gerade im Early Access und ich habe den ersten Teil schon gespielt, ist zwar ein bisschen her, aber ein sehr geiles Game. Und ich hoffe einfach, dass der zweite Teil genauso geil ist, wenn nicht sogar noch geiler. Und holy shit, sieht das nice aus. Einfach krank. Begin. Choose a safe icon. Oh. Das sind verschiedene Slimes quasi. Oh mein Gott. Den gab es noch nicht. Schmetterlingsslime einfach. Banditenslime oder so. Eichhörnchenslime. Wir nehmen. Ich sehe mich beim. Einfach beim Wasserblob. Beim Poolslime. Den gab es damals auch schon. Tutorials. Nehmen wir. Tara unruly creatures that sometimes spawn in the world. Organically, they will damage the player, spoil food and devour other slimes. Disabling Tara can reduce difficulty. Nein, die nehmen wir natürlich. Furious slimes appear in small numbers of locations in the world. They are a bit grumpy and will often damage the player. Nehmen wir auch, würde ich sagen. Player Damage lassen wir einfach auch mal Standard. Oder wahrscheinlich, oder? 0,5. Lassen wir einfach alles mal so, würde ich sagen. Und dann gehen wir rein. Oha. After a long day of slime ranching, Beatrix was enjoying a cool glass of carrot juice as she watched the sun set across the slime sea. Suddenly, a boat arrived at the dock with nothing inside but a mysterious letter. Oha, a brief. You have explored the far, far range from the dusty shores of the dry reef to the furthest reaches of the perilous glass desert, but there are worlds yet uncharted, Beatrix LeBeau. Rainbow Islands awaits you. Climb aboard if you're ready for a new adventure. Okay, okay. Up to Rainbow Insel. Regenbogeninsel. Beatrix excitedly boarded the boat and it took her across the slime sea. Eventually, she saw an island unlike anything on the far, far range. Mountains, trees and grasses, all in an array of colors that danced and moved like a dream. Cool. Yo! As she explored, she found an abandoned conservatory overlooking the rest of the island. Curiously, it was equipped with everything a slime rancher like her would ever need to wrangle slimes, start a farm and build gadgets. Das sind wir! And so a new adventure begins. Beatrix tightened her boots, readied her backpack and set out to explore Rainbow Island and uncover its mysteries. Oh mein Gott. Let's get moving. Holy shit. What the fuck? Wie krank. Jump, sprint, shift. Yeah, oh, da sind schon Slimes. Einsaugen. Hoho. Kommt her. Ich habe schon ein kleines Chicken eingesammelt. Chickadoo. Slimes. Hack mit euch. In so ein Cage. Oh, noch ein Chickadoo. Blub. Ich weiß auf jeden Fall, die Pink Slimes, die haben alles gegessen. Kann ich den Chickadoo verfüttern? Ich weiß es gar nicht mehr. Okay, sieht nicht so aus. Oh, da ist ein. Da ist eine Henne. Roostru. Tasty food acquired? Was? Food like fruits, veggies or chickens are used to feed slimes. Ja, aber ich will nicht mein geiles Rooster auf die schießen eigentlich. Ja, so ein Opferhühnchen kann ich. Hennen. So ein Opferhühnchen kann ich eigentlich reinhauen. Rein da. Zack, und jetzt haben die Plort. Ups. You acquired a slime plort. When slimes eat, they make plorts. Head on over to the plort market to cash in your plort. Alter, es ist so cool. Holy shit. Plort einzahlen. Plort market. Zack, Junge, plus 13 Cash. Was ist das? Achso, Slimepedia. Ah, okay. Die Tutorials ist das hier, ne? Ah, okay, hier kann ich die Slimes sehen. Und holy shit, gibt's davon viele. Okay, yo. What the fuck? Ranch, Coop. Ah, geil. Ah, das sind diese. Na genau.
Expansion. Ah, das sind quasi neue Bereiche auch, die man freischalten kann, I guess. Plot Market. Es gibt verschiedene Welten. Science. Refinery, Fabrical Utilities, what? Okay, okay. Was ist hier unten? Hier ist das Labor, I guess. Fabricator. Okay, kann man Dinge craften. Resonator. Besserer Sack, scheinbar. Mehr Leben. Mehr Sprint, so wie es aussieht. Was ist das? Dash. Es gibt Dashes? Mein Gott, man kann dashen? Jetpack. Ah, wait. Okay, das muss man gleich erst freischalten. Mit Phosphor und Radiant Ore. Tank Booster. 30 Sachen kann man dann mitnehmen. Es ging sonst. Es geht, glaube ich, bis 20. Neues. Wahrscheinlich ein weiterer Slot. Und damit kann man Wasser verschießen. Was ist das? Pulse Wave. Ah, damit kann man so. Boom. Was ist das hier? Refinery. Aha, nichts ist da drin. Betty Plot, Boom Plot. Es gibt so viel Plot. Aha, da kann man quasi Sachen reinhauen und kann mit denen dann Sachen machen und die verschwinden erstmal. Kann ich nicht irgendwie. Ah ja, okay. 250. Okay. Kann ich nicht einfach. Zack. So, rein mit euch. So, gibt's eine Map? Holy shit. Holy shit. Holy fuck. Okay, what? Okay, warte mal. Hier sind wir. Unser Home. Hier sind direkt drei Inseln mit uns verbunden. Hier ist noch. Okay. The Gully. This expansion to the conservatory surrounded by tall rock formations and covered in amber grass. Okay, das ist quasi eine Erweiterung. Wahrscheinlich sind. Ah ja, okay, mit Feldern. Wird wahrscheinlich diese anderen drei Dinge auch sein. Archway. Rainbow Grass. Mehr Rainbow Grass quasi. Okay. Denn. Dark Damp Mushroom Cover. Da kann man bestimmt dann. Ja, genau. Die Phosphor-Schleims auch am besten hin tun. Mhm. Würde Sinn machen. Die Musik ist auch so schön. Ist das da vorne? System offline. Ja, scheiße, Digga. Wir haben kein WLAN. Oh mein Gott, let's go. Slimes. Slimes. Oh ja, Essen, Karotten. Let's go. Ich glaube, es wäre auch klug, wenn wir die unbedingt irgendwo anpflanzen. Aber dazu brauchen wir auch erstmal Cash. Da noch Mangos. Pogefrüchte, was auch immer. Oh, süß. Was auch immer das hier ist. Nein, meine Hände. Ah. Ja, aus dem Wasser kann man noch nicht wirklich irgendwie. Oh lol. Ja, geil, Digga. Was mache ich damit? Was ist das überhaupt? Lol. Oh, what? Oh, oh. Oh. Oh, und Essen neues. Warte mal. Scheiße, was mache ich jetzt? Scheiß doch auf die Schleims. Die gibt's ja eh wie Sand am Meer. Ein Upgrade ist needed to harvest this. Ciao, Schleims. Aber wäre erst mir die Q-Berry weg. Q-Berry, kann ich nicht irgendwie? Slimepedia? Slimes? Tabby Slime. Those stripes, that tail, that wiggle, wiggle, wiggle. Favorite? Graue Hühner. Am liebsten scheinbar. Essen die irgendwas? Ups. Oh Gott. Nein. Q-Berry mögen die Phosphor-Slimes. Und die Roosters mögen die Banditenkätzchen oder was auch immer. Am liebsten. So, jetzt geht's erstmal zurück. Eigentlich könnte ich doch. Ich könnte doch eigentlich. Es ging beim alten Teil. Ich denke mal, das wird hier genauso gut gehen. Und zwar. Esst erstmal hier alle was. Ihr Säcke. Boom! Okay, das habe ich mir ein bisschen spektakulärer vorgestellt. Geht das nicht? Wie geht das denn? Ist jetzt das Ding, du Idiot? Doch! Oh! Damit haben wir ein Pink Tabby Lago. There's just more to love. Oh my Lago. Lago slimes are large slime hybrids formed when a slime eats a plot, unlike its own. Nice, Digga. Oh Gott, nein, der hüpft hoch. Oh Gott, wir brauchen unbedingt. Es gibt doch hier High Walls, Musikbox, Airnet. Airnet wäre gut, oder? So ein Netz. Oh, hier sind so viele, weil ich die alle hingeschossen habe. Oh, her mit euch. Ich habe leider noch nicht so viel Essen.
Oh mein Gott, Hasenslimes. Wait. Cotton Slime. Okay, warte, hier muss ich gleich nochmal hin. Ich muss erstmal die Slimes hier weiter. Oh Gott, die haben sich schon alle gemorpht. Es wird auch gleich Nacht. Ich könnte eigentlich die Hasenslimes mit den Phosphor-Slimes paaren, oder? Ja, keine Ahnung. Ich wollte aber hier noch den Garten machen. Ja. Bildergarten, genau. Da könnte man die Frucht reinhauen. Und ich habe keine Ahnung, wie lang dieser Baum jetzt hält. Aber er ist auf jeden Fall da. Okay, die verpissen sich schon teilweise. Scheiße. Phosphor-Slimes. Okay. Gib her. Da drüben ist ein Schild. Oh, her mit dir. So, und warum genau ist hier jetzt so ein Schild? Was ist hier so bedrohliches? Eine Höhle? Ja, da komme ich leider nicht hoch. Oh, wait. Oh, da ist auch wieder so eine Vase. Pot openen. Hydro Turret. Oh. Ich brauche unbedingt jetzt... Ich glaube, höhere Walls müssen erstmal reichen. Ich hoffe zumindest, dass höhere Walls reichen. Erstmal. So, rein da. Chicken. Oh, pff. Nein. Boom. Okay, ich brauche unbedingt ein Netz, glaube ich auch. Aber dazu brauche ich noch ganz viel Essen. Und ich bräuchte auch ein neues Gehege mit so einem Nachtschutz für die Phosphor-Slimes. Das ist alles sehr problematisch. Jetzt tummeln die sich alle hier so rum. Vor allem sind es alles fette Hasen. Fette, pinke Hasen. Oh, Plot. Den nehmen wir natürlich. Was ist das? Aha. Accessing GG log. Well, here we are again. I'm sending the drones out to all the original scouting locations. Once I confirm the conditions are the same, I'll get to work. This place, I still remember being in awe of these rainbow fields. It felt like being in a beautiful dream. And I guess, in a way, it was because it ended much too soon. Research drone. Okay. Wait, was sehen meine... What? Was ist das? Ein Riesenohren. Digga, und hier ist ein... Press E to activate. Ah, lol, okay. Rainbow Fields. Okay, und wait, und... Yo, stimmt! Es gab ja immer so, Gordo heißt die. Hier, Cotton Gorgo. Oh mein Gott, ein Riesenhase. Oh mein Gott, wie geil. Die konnte man füttern, ich glaube, mit 50 Stück oder so. Und dann sind die geplatzt. Der hat da irgendwas drunter. Digga, ich muss da unbedingt hin. Yo. Das müsste hier irgendwo sein, ne? Holy shit. Was ist das da vorne für ein Pillar? Oh, da oben ist noch so ein Ding, was... Noch so ein, Freischaltding. Ah, hier ist eine Refinery Link. Ah, okay. Hier kann man auch die Sachen lagern wahrscheinlich. Ah, neue Drohne. Accessing GG Log. I was so in over my head when I first started here. I remember hauling Jellystone back to the conservatory by hand because I was so excited, breathless and sweating. I was going about everything all wrong, but I was happy. There's little time now, so I need these refinery links if I'm going to be efficient. This time I'm going to do it right. Nice. Ja, toll, Wolke. Oh, wait, das ist hier abgebildet. Wie cute. Oh ja, da ist es. Das habe ich gesucht. Was ist das? An upgrade is needed to harvest this. Ja, nice, Digga. Danke dafür. So. Ist das hier ein Jump'n'Run? Ein mieses? Oh, nice. Oh, nice. Oh, oh. Oh. Was ist hier? Ist hier überhaupt irgendwas? Oh ja. Press E to open. Let's go, Kapsel. Overjoyed Statue. Blueprint. Ja, Digga, das sieht halt komplett... Was ist das hier? Achso, es ist einfach ein Fluss zu meinem Ort. Okay, wir haben aber die ganze Insel tatsächlich scheinbar jetzt... LOL! Digga, bin ich blind? Hallo? Pink Gordo. Ja, nice, Digga. Der scheint auch auf irgendwas drauf zu sitzen. Okay, man kann sich nicht ducken. Da gibt es vielleicht von jedem... Oh, von jeder Sorte, die hier ist. Oh, hallo! Oh, oh, wait. Die sind... Pff, aua, Digga. Chillt mal eure fucking Nüsse.
Und jetzt? Komme ich da hoch? Oh Gott, ich gehe lieber. Wait, hier ist auch was. Okay, let's go. Hard Cell. Use the Fabricator Upgrade. Oh, okay. Jetzt muss ich mir dann gleich mal anschauen. Aber es gibt auch was zum Leben upgraden. Macht keinen Sinn. Und das sind wahrscheinlich auch die Collectibles. 3 von 14. Macht Sinn. Oh, lol. Press E to activate. Victor Humphreys. Hey, wir können anrufen. Let's go rein der Comstation. Hallo? Hallo, Beatrix, do you read me? Testing, testing. Perhaps you are lost at sea, taken away by that mysterious boat never to be. Oops, nope, just forgot to turn the display on. Nice to see your face again, Beatrix. I have missed you greatly, my dear friend. And while I am quite excited for you to partake in your adventure, I already have data that might complicate things. Last night I received a message from sort of artificial intelligence program. It's written in code, but no one I recognize. I'm in the process of analyzing it. But I'm certain that this message was sent from where you are now, the mysterious Rainbow Island. So to recap, a mysterious boat takes you to a mysterious island, and I receive a mysterious code from said mysterious island. It all seems quite curious. Well, I've got work to do and you best get to exploring. Oh, I almost forgot to take this home portal. It should make the early stages of your journey easier. Let's go. Was auch immer das mir bringt. Take care, Beatrix. We'll be in touch. Okay, Victor, danke. Genau. Plot. Ach nö. Okay, das muss ich beeilen. So. Reicht das? Bitte lass es reichen. Okay, das sieht gut aus. Ha, Netz. Kopf, rein da. So. Du da. Auch, rein da. Ha. Brauchen ein Gehege zusammen mit. Okay, wait, hier ist das. Water Lettuce steht hier. Ja, scheiß drauf, Digga. Nehmen wir mit. Ah, das mögen die Hasen. Also auch der Knilch da oben. Okay, das ist wieder Wasser. Was? You've been knocked out, but several hours. Ich habe nichts mehr. Ach du Scheiße. Genauso wie die Phosphor. Ah, das ist jetzt echt sad. Mann, was habe ich getan? Wo war das überhaupt? Oh, hier ist der Turf, der erste. Death Art, Digga. Oder guck, Kampfmusik. Boah, wie geil der aussieht. Oh, wait, stopp, das ist nicht gut. Das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Keine Ahnung, was jetzt mit dem war, aber ich muss die Gordos. Die Gordos. Die scheiß Viecher hier loswerden. Och, nö. Ja, die verschwinden einfach. Ach nee, was ist denn das? Ihr habt Hunger, dann gönnt euch. Kalte Tasse. Nice. Das wird jetzt erstmal weggecashed. 17 pro Stück. Rein da. Oh, Junge, 1000. Damit können wir safe das machen, was wir wollen. Hoffe ich zumindest. Coral. Okay, bitte. Airnet. Und es reicht nicht hierfür. Aber wir können schon mal die Hasen reinpacken. Yay. Okay, kann ich nicht einfach... Warte mal. Ihr mögt doch... Ihr mochtet doch die Q-Berries, ne? Hier, erstmal. Oh ja, da kam Herz. Perfekt. Bitte, lass es jetzt einfach reichen. Ich werde sonst miese sauer. Ah, let's go. Solar Shield. So, und jetzt rein mit euch. So, es zieht. Irgendwie Kackbären. So. Geil. Oh, wie geil das aussieht. So, und jetzt macht euch groß. Ah, let's go. Hasenphosphor. So. Ja, genau. Jetzt esst ihr und produziert ganz viel Scheiße und macht euch ganz... Oh Gott. Los. Ihr Hasen, ihr nehmt einfach Hasen im Phosphor. Ne? Hier, da, so. Hallo, ich schieße dich an damit. Geh hoch. Nimm das jetzt. Bam, Junge. Okay, perfekt. Kann ich die schon mal alle einsammeln? Jetzt habe ich nur noch kleine Phosphorviecher. Ja. Nimm das. Sieht gut aus.
sieht sehr gut aus. Okay, warte mal, aber das Gehege... Oh, das ist gottlos strapaziert, wait. Warte, 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 nicht, dass das Netz bricht oben, wenn es geht. Higher Walls, wie viel? Oh Gott, bebt es. Okay, ey, es reicht glatt. Holy shit, wie viel Glück ich hab. Nice. Du bleibst hier, Junge. Ess jetzt deinen scheiß Salat.